Ich grab auch sehr ungerne um, weil das natürlich auch das Bodenleben und die Pilzmyzele auch ziemlich zerstört, Regenwürmer und die Mikroben einfach durcheinander bringt. Einfach mit der Grabgabel zum Beispiel reinstechen, damit auch Sauerstoff reinkommt und einfach dieser verdichtete Boden ein bisschen aufgebrochen wird. Je tiefer und tiefgründiger und locker euer Boden ist, desto gerader oder geradewegs gehen die Wurzeln von euren Pflanzen. Das heißt, die behindern sich nicht. Dann könnt ihr auf engeren Raum viel mehr Pflanzen reinsetzen und habt dadurch auch einen viel höheren Ertrag. Ein wichtiger, aber doch sehr banaler Grund, warum deine Pflanzen nicht wachsen und wie man es hier auch zum Beispiel sehr gut sehen kann an manchen Stellen, ist einfach, dass der Boden viel zu hart ist, also viel zu verdichtet und die Pflanzen mit ihren Wurzeln das einfach nicht aufbrechen können. Also hier jetzt zum Beispiel bei mir im Gewächshaus, wo ich die ganze Zeit rumlaufe und an einigen Stellen hier kann man es ziemlich gut erkennen, dass der Boden einfach zu hart ist, zu verdichtet ist und die Pflanzen dementsprechend mickrig ist. Hier vorne in dem Bereich haben wir jetzt schon ein bisschen neuen Kompost aufgearbeitet, haben ein bisschen auch aufgelockert und das ist einfach auch sehr wichtig, den Boden locker und fluffig zu halten, damit die Pflanzen einerseits wenig Kraft benötigen, um mit ihren Wurzeln sich ausbreiten zu können. Denn je größer die Wurzeln auch sind, desto besser können dann die Pflanzen auch wachsen. Auch in die Größe, die haben dann einfach viel mehr Energie ins obere Wachstum. Je größer es unten ist, desto im Verhältnis dazu ist es natürlich auch oben herum. Ein kleiner Einschub nebenbei, Video Daumen nach oben geben, kommentieren, abonnieren und das Video teilen für den Algorithmus. Vielen Dank schon mal dafür und gerne auch auf meiner Webseite vorbeischauen für weitere Informationen, für Kurse, die ich anbiete in Sachen Permakultur oder schleimfreie Heilkost. Produkte, Saatgutliste findet ihr auch dort, wo ihr auch mal gerne vorbeischauen könnt. Spreadshirt für Merchandise, also für T-Shirts und alles Mögliche, Mützen, Tassen und natürlich auch eigene Telegram-Gruppen, die ich anbiete für euch, damit wir gemeinsam uns weiterentwickeln können. Vielen Dank schon mal dafür und jetzt geht's weiter mit dem Video. Besonders wichtig ist es bei dem No-Dig-Verfahren, dass der Boden, wo ihr dann euren Karton auflegt, dann den Kompost und das ganze Mulchmaterial im Vornherein etwas aufgelockert ist, muss nicht unbedingt umgegraben, sondern einfach mit der Grabgabel zum Beispiel reinstechen, damit auch Sauerstoff reinkommt und einfach dieser verdichtete Boden ein bisschen aufgebrochen wird. Weil ich habe den Fehler zum Beispiel gemacht, dass ich das einmal nicht gemacht habe und hier bei meinem fetten Lehmboden beim Garten meiner Eltern habe ich dann die Pappe einfach rausgelegt oben, dann ist Kompost, auch nicht zu viel damals oder auch eher nur 10 bis 15 Zentimeter und dann ist Mulchmaterial. Und was ist daraus passiert? Die Pflanzen sind nicht richtig gewachsen. Also da auch richtig schauen. Schaut, dass ihr den Boden richtig locker bekommt. Wie vorhin erwähnt, ich grab auch sehr ungerne um, weil das natürlich auch das Bodenleben und die Pilzmyzele auch ziemlich zerstört, Regenwürmer und die Mikroben einfach durcheinander bringt. Das heißt, ich steche halt einfach gerne mit der Grabgabel rein und schaue, dass ich halt die fetten Brocken von der Erde auch klein und krümelig mache, Sauerstoff in den Boden mitbekomme, damit die Mikroorganismen wieder Luft haben zum Arbeiten, auch die Regenwürmer und sowas auch nochmal mit der lockeren Erde mit begünstige. Und darauf tue ich dann zum Beispiel das Mulchmaterial mit auflegen, damit hat die Mikroorganismen, die Regenwürmer wieder neues Futter haben. Was mein Vater sehr gerne nutzt, um Boden aufzulockern, ist eine Grabspirale, die hat er sich letztes Jahr gekauft. Ist vielleicht nicht so ganz die optimale Lösung. Ist so ein Mittelding zwischen dem Reinstechen von der Grabgabel oder dieser riesen Fork oder dem Umgraben. Also es tut nicht ganz die unterste Schicht nach oben bringen, sondern man dreht da ein bisschen rein. Ein bisschen Erde wird natürlich oben nach oben gewühlt, aber da werden dann natürlich auch die richtig fetten Klumpen werden auch schön krümelig. Wie gesagt, das ist ein Mittelding von ihm, es ist immer noch sein Garten und ich respektiere es, er darf es von mir aus benutzen, kann sich ausleben, ist immer noch besser, als wenn er es die ganze Zeit umgrippt und kippt, wie er es halt so gelernt hat und er es auch gerne anwendet. Diese Grabspirale oder diese Kralle, die werde ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken, wo er sie gefunden hat, könnt ihr da auch gerne vorbeischauen, genauso wie diese große Grabfork, sage ich mal, also so eine Doppelgrabgabel, die halt auch sehr gerne im Permakulturbereich genutzt wird, um auch einfach umzugraben.
Wenn ihr es richtig anstellt, dann habt ihr die Arbeit in der Regel nur einmal. Sei es denn, ob ihr ein Tiefkulturbeet anlegt, umgräbt, auch das No-Dig-Verfahren macht und den Boden halt einfach einmal richtig auflockert. Manche nutzen sogar zum Beispiel den Bagger. Aber wenn ihr es einmal richtig macht und dann nicht in die Beete steigt, also das heißt durch eure Gewicht oder durch die Füße das ganze Beet wieder verdichtet, dann habt ihr die Arbeit nur einmal. Und das ist auch wirklich gut so, wenn ihr dann nochmal zusätzlich Bokashi einarbeitet, was wirklich die Erde schön fluffig macht, kann ich auch nur jedem empfehlen. Bokashi mit Pflanzenkohle werde ich euch oben verlinken, wie ich meine eigene Pflanzenkohle herstelle und auch Bokashi. Die ganze Reihe dazu habe ich auch schon mehrere Videos dazu gemacht. Und Mulchmaterial in vielen verschiedenen Varianten mit einem Wort, zum Beispiel Laub habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, Grasschnitt, Holzhäcksel für die Pilzmyzele und auch immer schön bewächst, auch vielleicht mit pfahlwurzeligen Pflanzen wie zum Beispiel die Sonnenblume, dass sie halt dann hier immer schön lockeren Boden hat und eure Pflanzen gar kein Problem haben zu wachsen. Und je tiefer und tiefgründiger und locker euer Boden ist, desto gerader oder geradewegs gehen die Wurzeln von euren Pflanzen. Das heißt, die behindern sich nicht, dann könnt ihr auf engeren Raum viel mehr Pflanzen reinsetzen und habt dadurch auch einen viel höheren Ertrag. Und noch zum Schluss ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr wirklich auf die Beete laufen müsst, dann schaut, dass ihr Holzbretter auslegt und auf diese Holzbretter läuft, weil das Gewicht sich dann von euch auf die entsprechende Fläche dann ausbreitet und ihr dadurch die Verdichtung nochmal zusätzlich verhindert bzw. minimiert. Ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen, damit auch ihr schöne und gesunde Pflanzen anbauen könnt, damit ihr auch immer weiter in Richtung Selbstversorgung geht bzw. auch euer eigenes Obst und Gemüse anbaut. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin, ciao.